Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Heute, ihr hört's vielleicht, ich bin etwas kränklich, habe mich aber nichtsdestotrotz entschieden, die Folge aufzunehmen. Oh, das ist ja, ne? Ja, das heißt, es kann mal sein, dass, keine Ahnung, ich irgendwie mal 2-3 Minuten nicht rede oder so, keine Ahnung, oder dass ich mich mal stolzen muss oder so. Ich hoffe, ihr habt damit kein Problem. Wir haben das letzte Mal schon angefangen, das Haus Seeblick zu errichten. Jetzt schauen wir mal, was wir noch machen können am Zeichentisch. Wir können den Hauptraum oder... Okay, wir können die Hauswerkbank entfernen. Okay. Ja, den Plan könnten wir theoretisch erstmal machen, oder? Ja. Ja, jetzt ist ja schon mal abgesteckt. Ah, oh, das wird gar nicht so klein, also ich glaube. Ja. Wenn wir dann hier draus schauen, ja, also Seeblick hat man auf jeden Fall. Man sieht sogar das ödische Hügelgrab von hier, das ist ziemlich geil. Was wir auch heute tun wollten, das habe ich nicht vergessen. Haha, also im Normalfall ist das ja nicht so üblich, dass ich etwas nicht vergesse. Wir werden heute... die Nachbarn besuchen. Einen kleinen Abstecher zu den lieben Nachbarn. Ich meine, man muss sie auch willkommen heißen. Es sind wahrscheinlich eh Hexen, die wir töten müssen, aber... Maja... Kiefernwacht. Hm, was ist es? Wir sind auf der Karte. Kirche, einfach nur Kiefernwacht. Gibt es hier irgendwelche Feinde? Irgendwelche Feinde irgendwo? Hä? Oh, ein Troll! Mit euch kämpft es sich gut. Danke. So, ja, das war der Troll. Ist nicht besonders spannend. Jetzt schauen wir mal. Wir sagen Hallo oder auch nicht. Hallo. Keiner zu Hause? Ich will auch nicht aufschließen müssen. Wir kommen später nochmal. Eventuell ist dann jemand da. Keine Ahnung. Vielleicht laufen die herum auch manchmal. Ich weiß es ja nicht. Ich war hier, glaube ich, noch nie. Bei Kiefernwacht kommt mir irgendwoher bekannt vor. Kann aber auch sein, dass es irgendwo Kieferndamm gibt und so. Und ich verwechsel das. Egal. Genau, können wir jetzt hier schon Hauptraum irgendwas tun? Wir könnten nicht einmal die Tür machen, weil dafür wir brauchen auf jeden Fall... Wir brauchen zum einen noch gut Holz und wir brauchen viel Eisen. Das Eisen müssen wir schmelzen. Wobei, haben wir hier noch irgendwas an Eisen? Nein. Wir haben hier Bruchstein und Lehm, aber Eisen und so... Dafür müssen wir erstmal nach Weißlauf reißen. Wobei... Nein... Weil in der Glutsplittermine gab es doch auch relativ viel Eisen, oder? Wir sehen hier ein wunderbares Bild eines Drachen. Ein 3D-Modell. Also keine Ahnung warum, aber irgendwie schaut die jetzt nicht ganz so geil aus wie die meisten anderen. Der schaut ein bisschen unnatürlich aus. Sofern man das von einem Fabelwesen überhaupt sagen kann, dass es unnatürlich aussieht. Egal. Ja, jetzt meldet sich zum Beispiel gerade mein Hals zu Wort. Das war, als ich vorher gemeint habe, dass irgendwie es sein kann, dass... Ja, ich irgendwie nicht ganz konzentriert bin oder so. Ich gebe mein Bestes. Hier war überall Eisen, erinnere ich mich. Also wirklich an jeder Arschecke. Wo ist das jetzt hin? Hier zum Beispiel. Eisenerz, oder?
So. Schade, dass man das nicht beschleunigen kann. Oh, makellose Granatstein. Das ist nett. Wir können auch direkt einfach mal kurz nach Flusslauf gehen und das verkaufen. Allgemein ein bisschen verkaufen. Ist zwar jetzt nicht Teil von Hearthfire, aber ich glaube, bei Hearthfire geht sowieso viel darum, Geld zu machen, Geld zu kriegen und allgemein viel um Geld. Mr. Krabs würde sich freuen. Moment. Hast du einen Fuck? Was? Nein, ich will keine. Nein. Ich will nicht irgendwelche Fackeln mitnehmen. Das Prinzip ist nicht so wirklich meins. Allgemeine Fackeln in Spielen sind häufig nicht gerade so sinnvoll, wie man sich vielleicht erhofft. Ich sag nur Dark Souls 2. Es ist auch ziemlich dunkel hier, muss ich gerade annehmen. Feststellen, wie auch immer. Und hier war doch scheiß viel Eier. Ja, hier. Ich habe sogar, glaube ich, mal im Skyrim-Wiki gelesen, dass hier die Glutsplittermine eine der besten Erzabbaustätten ist. Also in ganz Himmelsrand. Und irgendwo gab es auch viel von dem, wie heißt es? Eschen. Oh, ein Saphir. Nicht Eschenerz, sondern. Ah, das Dunkle, was halt ganz. Ebenerz, genau. War da unten was? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Hier irgendwo. Oh, hier. Eisenerz, genau. Mit dem könnten wir uns dann einfach wieder aus dem Staub machen, denke ich. Wir haben jetzt dann, glaube ich, 6 Eisenerz wieder. Und wir kaufen auch ein bisschen was davon. Und das sollte dann eigentlich passen. Weil ich meine, wir müssen jetzt hier nicht die ganze Zeit herumrennen wie ein Bekloppter und Erz sammeln. Also wir rennen zwar jetzt die ganze Zeit herum wie ein Bekloppter und sammeln Erz, aber wir müssen das ja nicht noch mehr intensivieren. Da war eine Falle, die ich jetzt zum ersten Mal ausgelöst habe. Und wir sind jetzt zum vierten Mal durchgerannt. Zweimal, als wir die Mine gecleared haben. Und vorhin einmal und jetzt. Was zur Hölle ist los mit dir, Serana? So, jetzt geht's nach Weißlauf und schön bei Luca Valerius alles verkaufen. Ja, herrlich. Teilweise schon seltsam. Die Ladezeit nach Skyrim raus ist viel kürzer als die Ladezeit in so ein popeliges kleines Dungeon. Was doch schon nicht gerade Sinn macht. Euer Ernst? Euer fucking Ernst? Ihr meint, ihr paar Wölfe könnt mich aufhalten? Ja, da lache ich aber gut. Da drüben war, glaube ich, diese Hütte. Ja, dort. Nee, dort hinten irgendwo. Egal. Da oben ist das Grab. Ja, ich bin gerne in dieser Gegend. Ganz einfach ist. Es ist immer, wenn man längere Zeit spielt, dann ein bisschen nostalgisch. Weil vor allen Dingen, ich habe mal einen Charakter, da habe ich mich fast nur im Norden aufgehalten. Dämmerstern. Und bla bla bla, viel in Einsamkeit rumgegurkt. Und auch mal Winterfest, das war, glaube ich, ein Magier oder Magierdieb. Naja, das, da war es dann richtig Heimatgefühl, wie man hierher zurückkommt. Also es ist seltsam. Ich spiele das Spiel einmal die Woche eine Stunde und habe trotzdem sowas wie Heimatgefühle. Vielen Dank, dass für manche ist es Ramsch, für mich sind es Schätze. Ja, für mich ist es aber Ramsch, also halt die Fresse und nimm es. Und das klang gerade wieder mal sehr sexuell. Alter, ich brauche den meisten von dem Scheiß gar nicht. Das ist so unnötig vieles. Zum Beispiel hier, ruf zu den Waffen. Ja, für Begleiter. Ja, ich könnte das gut sein, aber. Ja, dass ich das wirklich verwende, die Chancen dafür sind eher gering. Hier kann ich auch nichts wirklich, hier hat eh nichts Gewicht, das hier behalte ich aber. Hier, Variation der Dedra, das kann ich verkaufen, das wollte ich eh schon verkaufen.
Das hier verkaufe ich auch. Kranketeil kenne ich auch schon. So, bei sonstiges verkaufe ich jetzt mal ein paar Amethysten. Beziehungsweise alle, warum nicht gleich. Eisenerz muss ich dann schmelzen. Marklose Amethysten, da wird sich gerade noch der ausgehen. Jetzt eventuell irgendwas Kleines für 7 Gold. Kostet irgendwas nur 7? Ich könnte 2 Seelenstelle verkaufen. Nee. Ja, man, kann ich das Gold nicht nehmen? Ja, ich kann das ohne als Dieb dazustehlen einfach nehmen. Genauso hier, glaube ich. Die Heiltränke, die füllen sich, glaube ich, auch mit der Zeit auf. Ich glaube nur, sie füllen sich nicht sofort auf, wenn man hier rausgeht. Ich weiß auf jeden Fall, ich habe innerhalb des Let's Plays schon ein, zweimal das mitgenommen. Was doch schon relativ lustig ist. Scheinbar stellt er das immer wieder rein, dann nehme ich es mir wieder und stelle das wieder rein. Also der Lucan Valerius, das ist schon ganz netter, ich meine. Und die goldene Klaue, die wir hin mitbringen, die machen müssen wir eben im Laufe der Hauptquest an uns nehmen. Also sage ich immer, und ich glaube, der gibt 2000 Gold direkt zu Anfang dafür. Also, ja, ganz große Klasse. So, Gasthäuser. Ja, gut. Ja, Wirte von Quests in der Nähe. Da fällt mir ein, es kommt jetzt entweder nächsten oder übernächsten Part, je nachdem, ob ich nach diesem Part noch Hearthfire einen Part dazu nehme, gibt's dann die Dedra-Quest von. Wie heißt der Dedra nochmal? Clavicus Vile, genau. Die Dedra-Quest von Clavicus Vile und seinem Begleiter, sage ich einmal, falls ihr das noch nicht kennt. Das ist in Falkenring und ja, da wir da in der Nähe sind und da wir, glaube ich, mit der Quest schon kurz Kontakt hatten, ist das ja kein Problem. Eine Schande ist das. Ja, was, ja, ach so, der Tote da, ja. Es produziere ich häufiger, wenn man in meiner Nähe ist, sollte man sich mit Toten. So, oh, das ist jetzt ein Krampf, das zu drücken für mich gerade. Oh, veredelt, was? Veredelt der Malachit? Nein. Keine Ahnung, für was braucht man das? Ich weiß, wie man braucht, wir brauchen Korundumbarren. Und dafür brauchen wir Korundumerz. Frage ist, können wir Korundumerz kaufen? Halt, wo ist die? Wo ist die Alte? Oh, was ist passiert? Halt die Fresse, ich will wissen, wo die Alte ist. Bist du hier drin? Hallo. Klopf, klopf. Seht euch nur gründlich Ja. um. Ich bin sicher, ihr findet Keine den Ahnung. Mann, den ihr sucht. Werft einen Blick Und darauf. wenn nicht, gebt mir einfach Bescheid. Ich habe noch So. einiges im Lager. Hör auf zu quatschen. Korundumerz können wir hier nicht kaufen, aber vielleicht bei ihr. Es ist schön, mit euch Geschäfte zu Ich machen. sage, So. Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Okay, das ist jetzt scheiße. Wir können hier kein Korundumerz kaufen. Wir brauchen aber Bleibt, viel was ihr wollt. Korundumerz für unser Haus. Oder? Oder nee, doch, wir brauchen. Gut, Werkbank und alles haben wir da. Ich hätte noch schauen, ob ich Eisenerz kaufen kann. Oder steht das vielleicht nicht sogar? Das steht doch meistens hier bei den Schmieden sogar direkt herum irgendwo. Also zumindest in Weißlauf war es immer so, dass es irgendwo herumstand, aber ich muss noch mal reingehen. Lasst Sorry es mich dafür. wissen, wenn euch etwas gefällt. Ja. Kennt ihr mein... Werft einen Blick darauf. Ja, ich will nur wissen, ob du Eisenerz verkaufst. Ja, aber du verkaufst Barren oder das Erz. Aber das Erz verkaufst eh nur eins von. Und Barren kaufe ich mal 5 Stück. Die besten Und Waffen jetzt und verkaufe ich Rüstungen. dir noch ein bisschen was. Zum Beispiel Silberbar, wobei die brauche ich eventuell auch fürs Haus. Also, Danke. Beehrt mich bald wieder. ja. Ja, machen wir. So, dann zurück. Ach nee, wir haben ja noch das eine Erz gekauft. Das müssen wir auch noch schmelzen. Und pack. Also, jetzt. So. Genau. Und jetzt reisen wir zurück nach Haus Sieblick.
Ich dachte anfangs, es heißt Haus am Seeblick, aber es heißt scheinbar wirklich nur Haus Seeblick. Und jetzt kommt zum Beispiel an dieser berühmten Stellen, wo ich mich mal schneuzen muss während der Aufnahme und es nicht rauscutte, weil ich so ein Unprofessioneller bin. Also nicht wirklich, ich lasse einfach absichtlich drin. Macht das Ganze ein bisschen menschlicher in meinen Augen. So, und da ich nicht mitten in der Nacht an meinem Haus rumbauen will, weil, ganz ehrlich, what the fuck? Wer baut um Mitternacht an seinem Haus herum, außer irgendwelche fanatischen Penner? Ah, so, gut, dann Amboss. Erstmal schauen, was wir brauchen, bevor wir irgendwie was tun. Und wir brauchen Eisenbeschläge, Schloss, Scharnier und Nägel. Braucht ihr etwas? Eisenbeschläge, Nägel, Scharnier, Schloss. Oh, für das Schloss brauchen wir aber einen Korundoban. Nein. Hier haben wir auch keinen mehr drin. Nein. Kantikum-Baumrinde, ja, das hilft mir jetzt auch nichts. Also, Eisenbeschläge lege ich mal kurz ab. Ich lege mal kurz alles ab, was wir jetzt nicht wirklich brauchen. Also von den Sachen, die hier, zum Beispiel Nägel. Wir müssen unbedingt Korundumbahn finden, beziehungsweise Korundumerz. Schön. Wobei. Nein, das ist gerade nicht gut. Ich klapper mal in den größeren Städten. Wir waren ja noch nie in Einsamkeit, oder? Fuck. Ja, entfernen. Ich klappere mal in den größeren Städten alle Dinge ab, alle Schmiede und bete darum, dass einer Korundumbahn verkauft oder zumindest Korundumerz, dass ich es in Weißlauf schmelzen kann. Weil ganz ehrlich, ich dachte mir, ich baue jetzt nicht wirklich hundertprozentig alles, weil dann wird es wahrscheinlich so voll geramscht aussehen, das ist nicht schön. Wo ist Weißlauf von Einsamkeit? Da ist Einsamkeit von da. Kattlershof übrigens, der meiner Ansicht nach schönste Stall hier in Himmelsrand. Ich weiß nur nie, wie man von hier wegkommt. Oh, über hinten rum natürlich. Also zuerst hier runter, hier rüber, hier durch. Und da unten geht's zu den Docks, wo seine Agonie ist, den man auch in was für einer Quest nochmal immer hilft oder von dem abgezogen wird, ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass das im Haupt-Let's Play von Skyrim vorkam bei mir. Ja, irgendwann um Part 100, glaube ich sogar. Das dann war es wahrscheinlich die dunkle Bruderschaft, oder? Ich bin mir nicht sicher. So, nach Weißlauf, nach Einsamkeit. Warum nenne ich das hier immer Weißlauf? Das mache ich häufiger. Nach Einsamkeit ist es ein kleiner Sprint immer, weil es ist doch schon dafür, dass es die Hauptstadt ist, ziemlich am Arsch der Welt in Himmelsrand. Selbst von Katlas Hof ist es noch ein guter Weg. Also, ist nicht enorm, aber ach so, ja. Onkel Rock will nichts antun. Sagt ihm, dass er es nicht war. Alle auf Position. Swari, ihr müsst nach Hause. Geht und wartet dort, bis ja, der wird ja nur hingerichtet, glaube ich. Egal. Ich will hier zum Schmied. Bist du der Schmied? Ihr solltet ihr sagen, dass ihr Onkel ein Dreckskerl ist, der seinen großen Vorsichtig! Ja, ich will hier nur wissen. Ne, das ist die Taverne. Wo ist hier der scheiß Schmied? Rockwir, ihr habt Ulf was? Aromalädchen? Ach, das ist wahrscheinlich nicht der Schmied. Kram mit Charme. Da könnten wir natürlich auch Korundumerz oder Barren finden mit seinem Krämerladen. Oh, bei Beletor könnten wir es eventuell ja auch. Aber ich glaube, ich habe schon mal geschaut bei dem. Der hat keine Erze. Hier ist kein Schwein. Hallo?
Gut, dann schauen wir uns so um, ob hier irgendwo Korundum-Erz rumliegt. Nein. Hallo? What the fuck? What the fuck ist das riesig? Heilige Scheiße! Das ist mal... What the... Tanker! Ja, du bist da. Beirand, Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Ja, ja, solche Sachen. Hast du Korundum-Erz? Du hast ein Korundum-Erz. Besser als gar nichts. Du hast doch ein Eisenerz, das nehmen wir auch mal. Können wir dir irgendwas verkaufen? Du nimmst ja, glaube ich, eh alles. Dann verkaufen wir dir zum Beispiel mal diese Sachen wie Amethyst, Granatstein, Rubin. Rubine. Was? Nein? So. Oh, Redekunst ist verbessert. Im mit Charme jederzeit willkommen. Ja, ja. Weil ich dich arm gemacht habe oder weil du jetzt neue Sachen hast. So gut, also hier gibt's das eine. Ich bin mir nicht sicher, ob mein Mordteil jetzt hier gut an, ob es hier sowas gibt wie einen Ach scheiße, ich wollte ja noch nach dem Schmied suchen. Gibt es in Einsamkeit überhaupt einen Schmied, ist die Frage. Ich bin mir nicht einmal sicher. Weil ich weiß zumindest von ein paar Sachen. Also in Dämmerstern gibt es, glaube ich, keinen. Und dieser Skiver macht mir gerade ein bisschen Angst, deswegen habe ich die Augen gerade geschlossen. Du schaust hässlich aus, du mieses Drecksvieh. Schau dich die Zähne an. Alle sollen sich mal Zähne putzen, ich meine. Egal. Es ist schon wieder mitten in der Nacht. Warum reise ich immer hier mitten in der Nacht? Das ist ja nicht normal. So. Um 8 Uhr, da sollte alles okay sein. Was wird der Jarl dagegen tun? Wie sollen wir uns in unseren eigenen vier Wänden noch sicher fühlen? Wachhaus. Das ist leider nicht der Schmied. Bist du der Schmied? Alvas. Nein. Du bist. Also Alva ist, glaube ich, nicht der Schmied. Keine Ahnung. Feilons Haus, Alter, nein, ich will den Schmied. Alter, es kann ja nicht so schwer sein, den Schmied zu finden. Achso, ist sowieso Ende im Gelände. Ja, super. Ja, kannst gleich wieder umdrehen. Gut. Du schaust nicht aus wieder, oder? Na, keine Ahnung. Das hier wird das Gasthaus sein. Hochmond. Ja, sehr, hört sich nach Gasthaus an. Das hier, Hütte des Tautmato. Das wird eine Quest sein. So seltsam wie der Name ist. Alter, ich war hier noch nie so ausgiebig wie gerade. Tonnis. Alter. Gute Frage, gerade da hinten ist so ein abgebranntes Haus. Moorblick. Oh, ein Nierenwurz. Das Geräusch, jeder, der länger als ein paar Stunden Skyrim spielt, wird sich dieses Geräusch gut einprägen wollen, weil Nierenwurzel sind geil. Und hier ist nichts außer eine Ruine. Wo ist Serana überhaupt? Ich glaube, der hat inzwischen komplett den Anschluss verloren. Hier drüben ist, glaube ich, nur diese eine Mühle. Da hinten ist schon wieder so ein Ding. Alter, man entdeckt hier auch als relativ erfahrener Skyrim-Spieler immer noch gut was. Ja, so Dingshaus, ach, Leckarsch. Bist du der Holzfäller hier? Ich brauche auch Holz. Wenn es nicht um die Mühle geht, habe ich keine Zeit, mich zu unterhalten. Zu viel Arbeit. Ja, ich will hier mit der Mühle über die Mühle reden. Bist du der Mühlentyp? Seid vorsichtig. Oh. Moortal ist nicht gerade ein sicherer Ort. Ja, ist mir egal. Ich möchte gern Holz kaufen. Fleißig am Bauen, wie? Wir können es euch überall hinliefern. Ich nehme 20 Baumstämme für 200 Goldstücke. Ich lasse euch die Sachen gleich bringen. Okay. Danke. Also gut.
Gut, hier gibt es scheinbar überhaupt nichts in der Art. Ich habe ja gesagt, hier oben gibt es nicht besonders viel. In Riften gibt es so ein Ding, glaube ich. In Riften gibt es mit ziemlicher Sicherheit so ein Ding. Falls ihr übrigens schon mal von Riften nach Iverstadt oder umgekehrt, wie ich es gemacht habe, von Iverstadt nach Riften gegangen seid, vertraut mir, das ist nicht gerade ein angenehmer Weg. Da gibt es ziemlich viel Scheiße am Weg. Ist mir gerade nur so eingefallen, weil ich auch kurz dran gedacht habe, nach Iverstadt zu gehen, so, dass ich den Satz auch rausbringe. Und ja, also Kacke muss man sich manchmal strecken. Oh, es ist Sonntag. Eigentlich wäre es noch ein richtig geiles Feature, dass am Sonntag Geschäfte nicht geöffnet haben. Es wäre aber auch ein bisschen schwul. Also ganz ehrlich, das wäre absolut Dreck. Ich bin schon wieder mit der Diebesgilde aneinander geraten. Ist mir doch egal. Seid vorsichtig, Mjoll. Maven Schwarzdorn hat bei der Herberge. Wenn sie nur einmal mit dem Honigheim. Landet ihr womöglich im Gefängnis von Hier war's, oder? Verpfändeter Pfifferling, ja, das ist der, wie heißt dieses Willkommen Ding nochmal? Verpfändeten Pfifferling. Kommt doch rein und seht euch um. Willkommen. Oh, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Ja. Oh, du hast auch Corundum-Erz. Jetzt haben wir einen Corundum-Bahn. Zusammen. Was nicht besonders schön ist, weil wir brauchen wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Ich muss mich, ich glaube, ich werde nächste, entweder werde ich mich erkundigen bis nächstes Mal. Ja, ich glaube, ich werde mich bis zum nächsten Mal versuchen zu erkundigen. Was ist hier drin? Ach, Brauerei. Aber hier ist Schmied. Schmied ist auch gut. Wollt wohl sehen, wie Balimund wahre Wunder mit dem Stahl vollbringt, ha? Oh, hier. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Ich will was Schmied. Oh! Der hat gut was, der 3 Corundum-Bahn und einmal Erz. Oh, das ist nice, danke. Wenn ihr weitere Schmiedearbeiten zu erledigen habt, kommt vorbei. Ja, oh, hier ist aber nicht so ein Hochofen, oder? Kacke, das heißt mal wieder nach Weißlauf, dort Corundum-Erz einschmelzen, dann mit dem ganzen Geschmolzenen, also in Barren, wieder zurück zum Haus und dort dann jetzt endlich das Schloss bauen. Also ganz ehrlich, wir haben jetzt, glaube ich, nicht ganz eine halbe Stunde, aber 20 Minuten sicher damit verbracht, Corundum-Erz für ein Schloss aufzutreiben. So dedicated muss man mal für ein Schloss sein. Ich meine, so macht sich sicher nicht jeder die Arbeit. Was, wir haben nur einmal? Ach so, ja, wir haben ja... Oh, ein Eisenerz haben wir auch. Nee, Kackdreckscheibenkleister. Gut, Haus Seeblick. Da werden wir jetzt wahrscheinlich wieder mitten in der Nacht ankommen, dass ich wieder mal warten muss. Weil das ist ja hier nicht ganz korrekt. Ich glaube, man wäre nämlich zu Fuß ein bisschen schneller, wenn man wirklich läuft und nicht viel kämpft. Würde man nicht hier 5 Ingame-Stunden hierher brauchen von Weißler. Wobei, ja, es könnte sogar hinkommen. Oh, Montag 7 Uhr Hausbau. Ich glaube, ich werde zusammenbrechen. So. Und wir bauen ein Schloss, genau. Yay! Wir haben ein Schloss gebaut. Yeah. Ich glaube, wir sind deutlich weiter als vorher. Wir nehmen mal alles, wir können nicht rennen. Brauchen wir auch nicht. Wir müssen hier die Tür bauen und das Fundament, dafür brauchen wir noch mehr Bruchstein. Wir brauchen etwas mehr Ah, fuck, ich kann mich nicht bewegen. Gut, das heißt, ich muss mal wieder alles ablegen, was irgendwie... Bruchstein muss ich nicht ablegen. Die Corundum-Bahn lege ich mal ab, das Erz auch. Die Eisenbahn lege ich auch ab, also alles, was bezüglich Hausbau zu tun hat, lege ich da jetzt immer rein, ich glaube... Und dann nehme ich mir nur genau das... raus, was ich auch wirklich brauche, ist, glaube ich, bezüglich dieser Rubingard-Glanzstücke aus Dawnguard, habe ich mir übrigens angeschaut, gibt's da gibt's ein paar dieser Riesenfrostrolle, wie auch immer, Frostriesen, und ja, die haben alle solche
wie heißt das, diese Glanzstücke dabei, genau. Fundament, yay. Puh, dafür brauche ich noch mehr Bruchstein und dafür brauche ich Nägel. Und zwar, ich brauche aber mehr, als ich habe, glaube ich. Ja, weil ich brauche die hier und noch mal 12 Nägel. Dafür brauche ich erstmal Eisenbarren. So. Nehmen wir mal 2 raus, weil das reicht. So. Hüpp. Baumaterialien. Nägel 2-mal. Hey, das verbessert ja auch Schmiedekunst. Ach so, das ist geil. Und wir brauchen gut Bruchstein. Und in der Zeit nutze ich mal kurz, um etwas zu trinken, weil, wie gesagt, kranke Leute, sagt man, sollen viel trinken, oder? Und wirklich was Spannendes passiert eh nicht. Also, was jetzt meine Kommentier-Dinge erfordert, weil ich glaube, jetzt hat eh jeder schon bis ziemlich hier, genau, jetzt vorgespult, weil jetzt hört mal, hör mal auf. Das sollte genügen und wenn nicht, dann bringe ich irgendjemanden um. Fußboden, Wandrahmen. Wandrahmen ist, glaube ich, einmal klug. Jetzt Fußboden. Stützen für den ersten Stock. Wände für Erdgeschoss. Nehmen wir mal Wände, Erdgeschoss. Lehm, 16 Nägel. 8 Lehm. Oh, wir brauchen noch mehr Holz. Ach, Kacke. Nein. Ganz ehrlich. Das ist jetzt Kacke. Also so viel brauchen wir nicht. Ich glaube, wir brauchen 40 Lehm. Nein, ich trage schon wieder zu viel. Was ist das für eine Scheiße? Gut. Also legen wir den Lehm ab und reisen zu Flusswald, weil dort gibt es ja nicht nur den lieben Lucas Valerius mit seinem Handelskontor, sondern auch, das haben wir eh innerhalb dieses Let's Plays gemacht. Am Anfang sind wir nicht mit dem Kaiserling, sondern mit dem Sturmmantel gegangen und deshalb ist die uns jetzt freundlich gesonnen und die kann das, glaube ich, auch beliefern, oder? Einen guten Tag wünsche ich. Möget ihr mit einem Schwert in der Hand sterben. Ja, oder am besten gar nicht. Ich möchte hier jetzt kaufen. Ich möchte Holz kaufen. Hallo. Ist hier keiner an meinem Geld interessiert? Hä? Ist okay. Hä? Ganz ehrlich. What the fuck? Ich warte mal eine Stunde. Montag 10 Uhr sind vielleicht noch nicht aufgestanden. Das ist der komische. Du bist doch die das Person, wo. Das ist mein kleines Dorf. Und mit Vorräten meint ihr sicher Waffen und Rüstung? Alvor kann euch helfen. Er ist unser Schmied. Das will ich gar nicht wissen. Ach. Hä? Ich. Ganz ehrlich, muss ich jetzt wieder hier oben nach Mortal? Ja gut, egal. Dann muss ich halt jedes Mal nach Mortal, auch wenn Flusswald so viel näher wäre und eventuell auch billiger. Ich weiß es ja leider nicht, weil ich kann es mir durchaus vorstellen, dass man da billiger dran ist, weil man halt natürlich auch deutlich näher zum Ablageort ist. Ich weiß, es gibt hier in der Gegend auf jeden Fall 2 Häuser, die man sich kaufen kann. Und bei denen ist es sicher so, dass man hier eher einkaufen sollte. So. Wo bist du, Holztyp? Oh. Ich bemerke gerade, mein Controller ist langsam im Arsch. Und darum kümmere ich mich. Das ist alles. Verstanden? Ja. Mein Controller ist mal wieder im Arsch. Sucht ihr? Alva war sehr gut. Ich versuche einfach meine Art. Hört nicht auf das Geschwätz über Geister und Kreaturen und ähnlichen Unsinn. Das ist alles nur Aberglaube. Ja. Hä?
Egal, ich warte jetzt hier nochmal, weil ich brauche Holz, ganz ehrlich. Wenn ich jetzt kein Holz kriege, dann bin ich ziemlich gefickt, weil Hausbau ohne Holz ist in Himmelsrand nun mal nicht. Das glaube ich allgemein nirgendwo. Bist du die? Nee. Wenn ihr alchemistisches Zubehör benötigt, werde ich mein Bestes geben, um euch welches zu besorgen. Brauche ich aber nicht. Ich habe noch nicht alles. Die Mühle unterliegt meiner Verantwortung und darum kümmere ich mich. Das ist alles, verstanden? Ja, ich will hier Holz kaufen. Ganz ehrlich, was geht ab? Im Flusswald. Ich bin gerade verzweifelt am Überlegen, ob es hier noch irgendwo eine Mine gibt. Holzfall-Ding. Wo er Holz kaufen kann halt. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das sind so die zwei einzigen, die ich jemals gesehen habe. Also bis jetzt habe ich überhaupt nur vom Flusswald gewusst. Also bis vor 20 Minuten vielleicht. Na gut, ist egal. Ja, ich lade schneller. So, mit so einem Koffer können wir übrigens immer noch herumlaufen, wenn wir zur Dämmerwacht gehen und sagen, hey, wir hätten gerne einen gepanzerten Troll. Schaut schon irgendwie stylisch aus, dieses Teil. Vor allen Dingen am gepanzert und schau schon nicht schlecht aus. Nur die Peter würde da wahrscheinlich irgendwie einen halben Herzinfarkt kriegen. Stell dir mal vor, man würde einen Bären, also Bären kann ich so am ehesten vergleichen, aber einen Bären in sowas reinstecken, immerhin. Ich wäre nicht gerade sehr artenschutzmäßig. Ganz ehrlich, wo seid ihr, miesen Ficker? Ich will hier Geld ausgeben. Alter, inzwischen muss man schon suchen, damit man überhaupt Geld ausgeben kann. Ich meine, what the fuck? Hallo? Hallo? Es ist doch nicht so spät. Es bedeutet uns so viel, dass die Klaue wieder dort ist, wo sie hingehört. Alter, halt die Fresse, das will ich gar nicht wissen. Ich will nur hier mein Geld ausgeben. Für Holz. Ganz ehrlich. Vielleicht kann man das hier gar nicht kaufen. Weil ich würde gerade nicht wissen, wo. Ganz ehrlich. So, ich warte jetzt nochmal bis zum nächsten Morgen. Und wenn da jetzt nicht irgendeiner vor mir auftaucht, genau vor mir, den ich anreden kann und der mir sagt, dass ich Holz kaufen kann, dann wird es irgendein Unglück hier geben in Flusswald. Und zwar heute, am Mittag, 17. Eisherbst. Ist keine miese Fixau! Das ist. Ich mein. Danke, Papa. So, jetzt rede ich hier einfach jeden an. Irgendwer muss Holz verkaufen. So, du bist ob der Dreckstyp, der. Kannst du reden sehen? Vielleicht nicht. Vielleicht. Kannst du was verkaufen? Hier im Flusswald bekommen wir nicht jeden Tag. Nein. Du? Ich bin vergeben. Also kommt nicht auf falsche Gedanken. Ja, ist mir scheißegal. Kann ich bei dir? Ich schulde euch doch kein Geld, oder? Nein, ich möchte was kaufen. Und da Scheiben klar schlafen. Ich meine, warum sollte hier drin irgendjemand sein? Ganz ehrlich, das ist Kacke. Wer hat sich das ausgedacht? Wer? Kann ich bei dir Holz kaufen? Nein, du bist der Feind. Ich habe euch bereits das Horn gegeben. Ich sollte euch mit eurem Wissen eigentlich nicht so ohne weiteres gehen lassen. Aber ach so, jetzt habe ich diese eine Quest, glaube ich, getriggert. Die Hauptquest weiter, oder?
Ach, ist doch scheißegal. Ich will jetzt dieses scheiß Haus bauen und dafür brauche ich Holz und ich werde mir das Holz nehmen auf die eine oder andere Weise. Noch bin ich eh ganz harmlos. Kann ich bei dir Holz kaufen? Bei Shaw, was wollt ihr? Ich will Holz kaufen, du dreckige Alte. Und kann ich Holz... Nein, ich kann den nur... Nein! Nein, das ist mir doch egal. Oh, kann ich bitte... Nein, du bist der... Flusswald ist schon ganz in Ordnung. Für ein Dorf der Nord. Ja, das ist mir scheißegal, ob es... Ganz ehrlich, bin ich gerade in einem Bug gefangen oder so. Ich reise nochmal nach Mordtal. Vielleicht hat sich jetzt dort der Typ erbarmt, mir Holz zu geben. Also ganz ehrlich, das ist eine Korundum und eine Holzkrise. Hier in diesem Part. Weil mehr als das haben wir eigentlich nicht gemacht. Und das tut mir auch leid, aber ich glaube, das ist ein großer Teil von Hearthfire, sich diese Materialien irgendwie zu beschaffen. Und es will aber scheinbar nicht gehen. Ich meine, das mit dem Korundum-Erz, das ist nicht jeder verkauft, verstehe ich ja. Aber ich weiß, wo Schmiede sind. Aber ganz ehrlich, ich weiß nur, dass die beiden Holz verkaufen. Aber bei beiden ist hier kein Schwein, das mir Holz verkauft. Ich meine, was soll der... Ich darf mich nicht aufregen, wenn ich krank bin. Was soll dieser Dreck? Bitte lass es noch nicht so spät abends sein, dass hier wieder keiner ist. Bitte, ich habe hier doch schon einmal Holz gekauft. Ich will das doch nur wiederholen. Ich bitte, gib mir Holz. Die Mühle unterliegt meiner Verantwortung. Nein. Und darum kümmere ich mich. Das ist alles, verstanden? Ich will Holz kaufen. Ich will doch nur ein bisschen Holz. Das ist doch nicht schlimm. Gib mir Holz. Sucht ihr Arbeit? Dann besorgt euch eine Axt und bringt mir so viel Holz, wie ihr nur hacken könnt. Nee, ich will... Ganz ehrlich, what the fuck ist mit dem Holztypen hier los? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich schau noch mal, ob ich nicht doch irgendwas anderes machen kann. Es ist mir einfach... Nein. Ah, Gott. Nein. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll, um ehrlich zu sein, weil das ist jetzt einfach nur der letzte Trick. Ich meine, bei beiden Stellen, wo man Holz kaufen sollte, können sollte, ist kein Schwein. Zumindest niemand, der einem Holz verkauft. Bei der einen ist dieser schwule Elf und bei dem anderen ist der Typ, der nur sagt, er kümmert sich um die Mühle. Aber der verkauft mir kein Holz. Ganz ehrlich. Das ist der letzte Scheiß. Hier, ich brauche für das... Nägel, Lehm. Ich nehme mir mal Nägel und Lehm auf. Also Lehm kann ich mir hier rausnehmen. Bisschen halt so, keine Ahnung. Wie viel stand da? 15, 17... Ja, ich muss jetzt nicht rennen können. Ich möchte jetzt hier erstmal Nägel. Nein, nicht das Buch. Wo ist hier das Buch? So. Bitte. Ich brauche dafür mehr Holz. Ich kann nicht mal das bauen, weil ich brauche dafür Holz. Kann man hier nicht irgendwie was, wo man Holz herkriegt, bauen? Bitte. Bitte. Ganz ehrlich. Ich will doch nur ein bisschen Holz. Ein bisschen. Bitte. Bitte, ich meine, ich verlange doch eh nicht viel. Ich will doch nur ein bisschen von diesem scheiß Holz. Ich bin sogar bereit... dafür gut Geld zu bezahlen. Aber nein, ich bekomme natürlich was nicht? Holz. Ich habe 20.000 Gold
und kann es aber nicht ausgeben, weil niemand in dieser Welt mir bereitwillig Holz gibt. Ich glaube, ich könnte das Gold ausstreuen und sagen, wer mir ein bisschen Gold ausstreuen, und ich kann sagen, wer mir Holz bringt, kriegt noch deutlich mehr davon und es wird kein Schwein irgendwas machen, ganz ehrlich. Das ist doch einfach nur der letzte Dreck. So. Gut, ich würde sagen... Nein. Jetzt finde ich wieder das Menü nicht. So. Ich bin absolut fertig mit den Nerven. Und da ich fertig mit den Nerven gibt, gibt es jetzt zum Ende nochmal was richtig Heftiges. So. Bitte lasst jetzt jemanden sein, der mir Holz verkauft. Sonst passiert gleich was. Ich habe euch mehrmals gewarnt. Euch alle. Stirb! Alter, ich werde euch jetzt alle, gut, die Kinder vielleicht nicht, aber ich werde euch alle umbringen. Sterbt! Ihr miesen Wichser! Ihr miesen Penner! Ihr Wichser! Sterbt allesamt! Genug! Jetzt gibt's Rage! So, jetzt gibt's unerbitterliche Rage. Ihr miesen Penner, jetzt sterbt. Wer ist da? Wer ist da? So. Hier sind noch irgendwelche Menschen. So, ganz ehrlich, als Werwolf ist mir das jetzt inzwischen auch schon scheißegal, wer das hier ist, ob das Kinder sind oder Menschen. Ganz ehrlich, fickt euch alle, ihr miesen Huren. Ganz ehrlich, ihr seid alle schuld. Ihr seid alle schuld. Ihr seid alle schuld. Okay, man kann Kinder hier scheinbar nicht töten. Aber ganz ehrlich, leckt mich am Arsch. Da hinten ist noch jemand. Ihr Wichser. Du bist hier oben, oder? Nein. Du Sau, du. Du gibst. Was nicht? Ach, deshalb kann ich hier so Sachen machen. Egal. Leck mich. Ihr seid alle. Ihr müsst alle sterben. Lasst mich allein. Alle müsst ihr sterben. So. Jetzt. Erst recht. Geht weg. Du auch. Woher seid ihr gekommen? So. Also nein. Also ganz ehrlich. Hä? Warum kann ich nicht laden? Ich will laden. So, jetzt kann ich laden. Keine Ahnung. So. Ganz ehrlich. Ich glaube... keine Ahnung. Mir ist gerade alles so ein bisschen über den Kopf rausgewachsen. Ja. Wunderbar. Ich würde sagen, das war's für dieses Mal bei The Elder Scrolls 5 Skyrim.
Hearthfire, das DLC. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Da werde ich mich entweder schlau machen oder wir werden das letzte DLC starten, je nachdem. Wir schauen mal. Und ich sage auf jeden Fall, wenn der Ladebildschirm endlich um ist, werde ich mich verabschieden. Ladebildschirm, wenn du dich mal bitte... Ich habe jetzt aber schon alles, oder? Ich glaube. Und wenn nicht, doch, hier steht alles. Okay. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Und bis dahin, tschüss Leute.